Grüezi miteinander. Schön, sind Sie dabei. Leider muss ich Sie heute alleine begrüßen. Der René ist nicht da, aber eigentlich macht das auch nichts, dann würde ich mich immer unterbrechen und wir werden rechtzeitig fertig. Heute gibt es eine Osterpizza und das sind meine Zutaten. Sie wissen ja, der Mozzarella hat viel Kalzium und Eiweiß. Jetzt für den Belag von diesen Gotzen. Sorry. Entschuldigung, was machen Sie da? Alfonso tut den Wasserski fahren. Was mag ich da? Muss ich putzen? Ist normal. Was mag ich da? Immer putzen, der Alfonso. Ist nichts anderes als putzen. Wir machen hier weitermachen für einen Belag, der dann auf Pizza hochkommt. Dann ist Speckwürfel schön ausgelassen. Dann kann ich Knoblauch auch mit, gerade dämpfen. Und dann der Spinat, den ich vorher blanchiert habe, nicht, dass es so viel Wasser zieht. Was mag eine Pizza? Ja. Mit dem Speck. Hat die keine Ahnung, muss sie machen mit dem Prosciutto. Ist ein viel besser mit dem Bitte Speck. Niemand macht eine Pizza mit dem Speck, nur der Schweiz, oder? Dann noch ein bisschen würzen mit Salz und Pfeffer. Und nachher lasse ich schön abkühlen. Wenn Sie übrigens keinen frischen Spinat haben, dann kann man noch den Blattspinat nehmen. Den tiefgekühlten, den einfach gut auspressen und dann dazu geben, dass er nicht so saftig ist. Wenn es ausgekühlt ist nach dem Dämpfen, kommt dann der Mozzarella-Würfel noch drunter und ist der Belag fertig. Jetzt braucht man aber ein bisschen Teig und darum den hier schon vorbereitet. Der ist bereits während einer Stunde aufgegangen. Jetzt kann er auswallen, so in der Größe von einem rechteckigen Kuchenblech. Dann kommt dann der Teig oben drauf und anschliessend dann auch noch der Belag. Und dann geht es in den Ofen. Entschuldigung. Alfonso, du nur die Mozzarella probieren, oder? Ja, gell, Sie? Aber das ist fein. Das ist nicht fein, ist ja der Beste, den es gibt. Ist der Gunther von Italien, ist normal, ist der Beste von der ganzen Welt. Ja, aber der kommt nicht von Italien, der kommt von der Schweiz. Hä? Schauen Sie mal. Bei der Herstellung wird die Milch mit Lab- und Milchsäurebakterien zum Grillen gebracht, was dem Mozzarella die leichte Säure gibt. Mozzarella wird nicht gelagert. Schon nach einer Stunde hat der Bruch die richtige Reife. Dann wird er im heißen Wasser erwärmt und so lange genettet, bis er zu einem dicken Strang ausgezogen und zu den typischen Mozzarella-Kugeln geformt werden. Mit seinem feinen und ziemlich neutralen Aroma kann man den Mozzarella in der kalten und der warmen Küche vielseitig verwenden. Vom Appetit her über die Vorspeise bis zum Hauptgericht und natürlich für Pizza in allen Varianten. Die Pizza war jetzt 20 Minuten im Ofen drin, bei 220 Grad. Und jetzt sehen Sie, ich habe gerade so ein paar Vertiefungen ausgespart, damit sich die Eier reinschlagen kann. Es tust noch die Eier auf der Pizza auf? Ja. Das ist ja nicht normal. Vier Eier miteinander. So ist es. Kannst du nicht essen? Sicher nicht. Und was bei der Osterpizza? Osterpizza, Alfonso, wir hören von der Osterpizza. Komm. So. Schön würzen, alle vier Eier. Und dann geht es in den Ofen für 7 Minuten bei 220 Grad. Aber zuerst gehört sie natürlich. Moment, jetzt kommt Alfonso. Probier einmal Alfonso ansagen. Jetzt kommt der Wucke an der Knalle. Ich glaube, der Alfonso meint Wochenendknaller. Ja, sagt er ja. Fünf Trutenschnitzel sind 25% günstiger. Der Beutel Chicorée ist 25% günstiger. Und sechs Bärle Bellwienerli sind 33% günstiger. Heute zählt doch einfach, was man zahlt. Die Pizza war noch mal im Ofen und jetzt sind die Eier schön fest geworden. Das Rezept können Sie nachlesen in der Coop-Zeitung oder im Internet. Mmh, mmh. Also gut mit den Eiern und mit den Specken. Mmh. Ist es fein? Mmh, così, così. Ja. Darf ich auch probieren? No. Hey. Mmh. Ich bin froh, wenn der René nächste Woche wieder da ist. Ade miteinander. Mmh.